Herzlich willkommen Leute zu einem kleinen Video. Es gab jetzt ja ewig keine Videos mehr auf meinem Kanal, vor allen Dingen keine Let's Plays mehr. Ich habe ja noch ein paar Livestreams rübergezogen, weil ich eigentlich wirklich nicht viel Zeit habe. Und ich muss noch dazu anmerken, nicht so viel Lust auch am Zocken momentan. Aber das soll uns ja nicht daran hindern, mal ein bisschen zusammen Games zu zocken, bis wieder ein richtiges Let's Play kommt. Würde ich sagen, Let's Play-Vorschläge könnt ihr mir natürlich wie immer gerne in den Kommentaren schreiben, falls ihr das Video überhaupt anseht, ne? Wenn ihr mehr auch jetzt hiervon sehen wollt, könnt ihr es euch gerne reintun. Ich werde das Video nicht schneiden, vielleicht werden die späteren Videos davon ein bisschen durchgeschnitten sein. Aber hier werde ich jetzt ganz normal ein bisschen zocken, ein bisschen Spaß haben mit euch und ihr könnt dabei zuschauen, wenn ihr wollt. Und zwar spielen wir Schlacht um Mittelerde 2 Aufstieg des Hexenkönigs. Die Edain-Mod 4.4.1. Um es gleich mit anzumerken, ich bin wirklich nicht der Beste. So, aber das hindert uns nicht daran, mal bei Vorlindon machen wir gegen einer mittleren KI mal. Machen wir mit Gondor gegen Mordor. Ich weiß nicht, ob ich zu jeder Fraktion ein Video machen werde, mit denen ein bisschen spielen werde, denn die lassen sich auch immer ein bisschen unterschiedlich spielen. Wir spielen hier mit Anfangsrohstoffen von 4000. Eigene Helden habe ich aus. Sie bringen sowieso eigentlich nichts mehr so richtig. Jetzt mit der Edain-Mod. Nicht so wie normal Schlacht mit der 2, in der die echt OP waren, die eigenen Helden. Vor allem die Magier. Und ja, wir haben Standardeinstellungen fürs Gefecht. Hier könnte man noch ganz viel einstellen. Ja. Zum Beispiel legendäre Helden, dass die Helden weitaus stärker sind. Epische Schlachten, dass man hundertfache Kommandopunkte hat, aber wir lassen die Einstellung einfach auf Standard. Kämpfen gegen eine mittleren Mordor-KI mit Gondor in Vorlindon. Der nördliche Teil des Elbenreiches Lindon grenzt an die Blauen Berge und das große Meer. Stadtpositionen, Festungen, Erweiterungspunkte, 3 Vorposten, 9 Siedlungen und 3 Werften. Ich weiß, dass hier drüben, glaube ich, ein Vorposten mindestens ist und hier ist einer. Wo die anderen sind, habe ich keine Ahnung. Ich habe diese Map schon ewig nicht mehr gespielt. So, wie ihr seht, ich bin mit Gondor Level 1, währenddessen die KI Level 4 ist. Das ist jetzt natürlich fast schon ein bisschen, ha? Ja, um so ein bisschen weiter zu haben, was habe ich mir überlegt, was ich mir da Let's Playen könnte. Divide and Conquer habe ich momentan keinen Bock drauf, um ehrlich zu sein. Und habe ich mir überlegt, vielleicht die neue Version von Hyrule Total War. Mal reinschauen wir das so 10 Parts oder so, ein bisschen zocken. Das könnte doch vielleicht auch interessant werden, aber wir müssen erst mal schauen. So. Okay, und hier hätte ich gerne Wohnhäuser. Brauchen gleich so viel am Anfang. So. Brauchen mindestens eine Kaserne und eine Waffenschmiede. Später brauchen wir auch noch einen Marktplatz, definitiv. Die Schmieden verringern uns ja doch auch noch was, oder? Die Kosten für Einheiten auch. Deswegen hätte ich hier gerne noch eine zweite Schmiede. Dann bauen wir uns hier noch einen Marktplatz dann auf und einen Bogenschießstand, würde ich sagen. Hier hätte ich gerne ein Waldläuferlager. Ihr geht mal mit hier hoch und unterstützt die Soldaten gegen die Orks, da können sie ein bisschen leveln. Wir holen uns gleich den Heilzauber. Entschuldigt, wenn ich zu Schlacht um Mittelerde 2 nicht viel erklären werde zu dem Spielprinzip. Edain-Mod EDC. Ich finde nämlich persönlich, dass es insgesamt ein ziemlich einfaches Spielprinzip ist. Ich kann eine ausführlichere Ding mal geben, wenn ich vielleicht mit Mike zusammen spiele, aber lassen wir das so. So, natürlich hätten wir als Gondor, also was ich jetzt hier gemacht habe, ist, was ich sowieso erstmal machen werde, ist mein Tor schließen. Dass sie mir jetzt halt einfach in mein Lager reingehen. Ja, hier oben sind Orkords. Ich denke, die Leute, die hier draufklicken werden, die werden das Spiel schon zum Großteil kennen. Und die anderen werden schon verstehen, was ich hier tue. So, die Waldläufer verteidigen erstmal hier das Lager. Das ist gut. Unsere Soldaten sind hier. Und ich würde mal sagen, wir sind so frech und öffnen einfach mal das Tor. Und ein Kampfturm-Erweiterung reicht jetzt erstmal hier an der Mauer. Hier kümmert euch um die Orks. Hier holen wir uns ein Gehöft. Ihr geht nach hier unten. Also eigentlich hole ich mir ziemlich gerne am Anfang das Leuchtfeuer. Dass man sich gleich Unterstützungstruppen von überall holen kann, aber die möchte ich nur auf... nee, die möchte ich noch gar nicht upgraden.
sondern dich hier möchte ich nutzen. Das Gebäude ist fertig. Um an Ithilien Weitläufern gleich mal zu kommen. Genau, ihr stellt euch hier hin. Die sollten gegen den... Ja, die kommen mit den Orks locker klar. Dann lassen wir euch mal weiter vorrücken hier zu dem Vorposten. Da dürft ihr mich auch was zum Niedermetzeln geben. So, unser Bogen, also unser Schießturm hier, unser Schießturm, also unser Bogenschützenturm, der schießt auch anständig auf die Feinde. Wir heilen die mal kurz durch. Und hier haben wir Orks. Ich hoffe, die Soundeinstellungen passen, wie sie sind. Sonst natürlich, wie ihr wisst, Kritik immer gerne in die Kommentare, wenn irgendwas mit der, mit den Sounds nicht okay ist, etc. Waldläufer! Wir kämpfen für Gondor. Ja, was ich vielleicht sagen sollte ist, es, man hat nicht immer so fette Festungen am Anfang, sondern es gibt auch so kleinere Startpunkte. Das werden wir garantiert später noch entdecken, aber ich denke, das hier reicht jetzt erstmal so für uns. So, und die kümmern sich jetzt mal hier drum, dass der Orkord kaputt geht. Ich habe jetzt ewig lang nichts dafür gemacht, obwohl ich hätte tun können, sagen wir es mal so. Weil ich... Okay, wir brauchen definitiv, weil die sind doch stark gegen Kavallerie, okay. Ihr habt auch nur starke Kavallerie, ihr habt keine starke Monster als Speerträger. Ist mir egal, die Turmwachen sind trotzdem mächtig. Dann holen wir noch dich. So, dich hier bauen wir auf vollkommene Produktionsverbesserung aus. Ihr zerstört es, dass ich die Rohstoffe bekomme. Ja, wie kann ich es jetzt erzählen? Es gibt halt hier Produktionsgebäude, USW. Hier aus diesen Punkten hier kann ich entweder als Gondor mir ein Gehöft errichten oder... Sachen. Hier kann ich mir zum Beispiel einen Vorposten holen oder eine Grenzfestung. Da kann ich mir dann Einheiten von Dol Amroth holen, was ich dann später sehr gerne machen werde. Und hier halte ich gerade den Platz frei für einen Marktplatz, denn der gibt uns ziemlich gute Wirtschaftsupgrades. So. Wir haben die Kaserne verbessert. Ihr bekommt alle mal Bannerträger. Ihr sollt hier unten den Punkt einnehmen, das habt ihr gemacht. Genau, sehr gut. Momentan brauchen wir noch kein Transportschiff, das würde nur böse enden. Ihr kriegt hier oben sowieso erstmal kein Damage, deswegen braucht ihr auch gar keine. Stufe 2. Stufe 2 ist halt relativ wichtig. Wie ihr es jetzt auch immer geschafft, euch darunter zu backen. Stufe 2 ist für den Einheiten halt relativ wichtig, da sie dann in der Lage sind, sich zu regenerieren. Genau das wollte ich sagen. Und ja, so, ich hätte gerne eine Schmiede, die verbesserte Produktion macht. Die andere tun wir dann auch noch. Hier können wir uns zum Beispiel entscheiden, entweder verbesserte Produktionserhöhung für unsere Gebäude, hier für die Produktionsgebäude oder Verteidigungsmaßnahmen. Bei Stufe 1 bekommt es mehr Leben, bei Stufe 2 bekommt es einen Pfeilturm. Und hier bekommen wir halt mehr Kommandopunkte und die brauchen wir hier unten, die Kommandopunkte, um uns, ja, Einheiten auszubilden. Kommt, helft mal mit. Auf geht's. Und ihr geht mal hier hoch, den weißen Turm schützen. Wie sieht's mit unserem Bogenschützen aus? Ihr geht mal ein bisschen zurück. Kommt, ihr geht auch mal auf Stufe 2. Okay, wer greift euch an? Feindliche Bogenschützen. Tötet sie! So, jetzt heilen wir hier mal kurz die Einheiten durch. Es lohnt sich nämlich trotzdem, die Einheiten zu heilen. Obwohl sie jetzt hier die Bannerträger haben. Habe ich dich schon zu Produktion 2 ausgebaut? Ja. Ja genau, und hier hinten könnten wir sehen, dass es hier dann auch noch einen großen Vorposten gibt. Ich weiß nicht, wo der zweite ist. Der ist wahrscheinlich dann hier, ja. Hier und hier. Müssen wir uns mal kurz schauen, wie wir es machen. Soldaten Gondors. So, ihr geht mal hier hoch. Sieht sie mit euren Einzelleben aus? Ja, es sind noch ganz große Truppen, die kann ich so hochschicken. Erfahrene Einheiten möchte ich natürlich nur ungern verlieren. Ganz in der Nähe. Ein Marktplatz ist sehr wichtig. So, und die sollten eigentlich mit dem Wagen klarkommen. Auch wenn Waage starke, nervige Einheiten sein können, aber zwei Trupps Schwertkämpfer sollten locker mit zwei Wagen klarkommen. Okay, hier unten haben wir wieder... Ich hätte gerne mal eine Schleuder hier. Und geben wir mal noch einen normalen Trupp Soldaten. Anscheinend pumpen die momentan selbst nur Soldaten raus. Und hier haben die einfach ihr Schlachthaus gebaut. Obwohl hier, ja, Waage nebenbrand sind. Das ist immer eine schlaue Idee, wenn man nicht will, dass ein Schlachthaus halt abgerissen wird. Na, aber... Oh fuck! Der Feind ist unter uns, Männer. Das Gebäude ist bereit. Okay. Ihr habt die Erlaubnis, euch zurückzuziehen. Ich möchte euch nämlich nicht tot sehen.
sind noch zwei Bannerträger, die sind an sich ziemlich wichtig, die können sich nämlich alle wieder. Okay, ihr kümmert euch um die hier. Welchen Helden haben wir denn jetzt hier von dem Feind? Ist es ein Nasko? Oh, Goffmok. Ja, gut. Ich habe gefragt, was für einen Helden die haben und dann haben sie mir gezeigt, sie haben was Erbärmliches. Hm, hier habe ich doch die Einheiten fertig. Genau. Geschmiedete Klingen, ziemlich wichtig. Unsere Einheiten mehr Schaden machen. Unsere Waldläufer, die können mal die Waage töten. Fände ich an sich sehr effizient, wenn sie das machen würden. Und die Gondor-Turm machen können sich auch mal darum kümmern. Und hier sehen wir jetzt, wie sich ganz langsam unsere Trupps erholen. Und deswegen ist es sehr wichtig, Bannerträger zu haben. Gut, hier können wir die Produktion von Gehöften erhöhen. Das machen wir gleich mal. Ja, Goffmok kommt eh nicht rechtzeitig weg. Okay, und ihr greift hier mal mit an. Okay, warum wir hier auch immer für die Turmwachen keine Stufe 2 haben, ich weiß es nicht, aber die holen wir jetzt gleich mal. Natürlich, die Gondor-Turmwachen erhalten gleich die Fähigkeit, geschmiedete Klingen zu haben, auch diese Einheiten hier. Wie hat Goffmok denn jetzt den ganzen Trupp hier ausgelöscht? Ach du Scheiße. Ich hätte gern Trupp Gondor-Bogenschützen hier an der Front. Auf geht's. Ihr seht, ich spiele relativ wenig mit Helden. Ja, Helden sind halt relativ, ich möchte es jetzt sagen, nutzlos geworden, aber doch irgendwie schon. Also, die hatten früher schon mehr Nutzen, die Helden. So, ihr greift hier die. Genau, ihr greift hier die an und ihr greift mir die Bogenschützen an. Im Nahkampf sind die Bogenschützen eh total unterlegen. Sag mal, wie lange hält denn das Goffmok noch durch? Wo ist denn der Ei? Ah, jetzt ist er tot. Okay, schwarze Reiter sind jetzt echt gefährlich, aber wir haben die perfekte Einheit dagegen, und zwar die Gondor-Turmwachen. Und die macht einen schwarzen Reiter innerhalb von Sekunden platt. Deswegen wir ja keine Angst zu haben brauchen. Und da schicken sie uns gerade Sauron ins Lager. Warum sie es jetzt auch immer machen müssen. Aber nun gut, na, bleibt mal hier unten stehen. Dann holen wir uns noch mehr Rohstoffe durch Gehöfte. Und ja. Mordor wird mit der Zeit richtig spammig. Es ist aber auch eigentlich denen ihre große Stärke. Sie können Einheiten spammen. So, hier können wir uns jetzt einen einsamen Turm mal in der Gegend aufbauen. Der unterstützt uns, indem er Feinde mit Pfeilen beschießt. Was sehr wichtig sein kann, so. Und ich muss sagen, hier oben würde ich dann gerne einen Vorposten hinbauen. Mit einem Brunnen, an dem sich unsere Einheiten erholen können. Ihr geht mit hier rüber. Ihr greift hier an. Und tötet jetzt erstmal die Orks hier weg. Ja, Sauron ist nicht gerade das Mächtigste. Solange er noch der Schatten ist, brauchen wir vor dem überhaupt gar keine Angst zu haben. Ah, da war Saurons Auge. Gebiet sichern. Beeilt euch. Ist jetzt schon was Gefährlicheres, möchte man fast sagen. Okay, ihr bleibt jetzt hier stehen und schießt bitte. Sie greifen das Lager an. Bögen bereit machen. Bogenschützen greifen bitte Saurons Schatten an. Nee, wir holen uns jetzt hier oben erstmal den Vorposten. Alle drauf, den Punkt hier zerstören. Ihr seid hier unten, um die Enge zu verteidigen sozusagen. Ja, und Saurons Schatten, der stirbt gerade eben schön. Bogenschützen werden erst richtig effizient, wenn sie die Feuerpfeile haben. Sollte man noch dazu sagen. Das müsste jetzt Chakrat sein. Okay, der hat jetzt die Truppen vergiftet, ist nicht so schön. So, ihr zerstört mal schnell das hier noch. Holt hier die Money. Und geht mit runter, unterstützt die Truppen, die hier unten kämpfen. Hier oben hätte ich gerne einen Brunnen, der heilt nämlich unsere Einheiten. Dann eine Stallung und einmal die Belagerungswerke. Aufpassen, Waldläufer! Soldaten Gondors! Und natürlich sind geheilte Einheiten auf Dauer halt besser. Die sterben uns dann nicht weg, wenn es wichtig wird. Okay, das sind ein paar Ork-Schwadronen, vor denen habe ich eigentlich keine Angst. Muss man jetzt mal so anmerken, ne? Auch wenn es
böse ist denen gegenüber, aber ja, es gibt keinen Grund, sich vor solchen Leuten zu fürchten. So, ihr tötet jetzt hier erstmal hier oben, bauen sich unsere neuen Frontgebäude auf. Ja, und jetzt kommen hier ein paar Orks, die natürlich gleich von unserem Bogenschützen angegriffen werden. Wir sollten uns einen Heimatrupp Gondor Turmwachen holen, der sich einfach darum kümmert, dass unsere Heimat nicht fällt. Hier hätte ich gerne mehr Produktion. Ich baue, zumindest gegen KIs, habe ich bei Gondor den, ja, habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt, wenn man nur auf Produktion geht. Mit den äußeren Gebäuden, vor allen Dingen mit dem Wirtschaftsboom, den Gondor an sich erlebt, ist das alles an sich dann nämlich relativ simpel, würde ich mal sagen. So, der Schießstand ist ja besser. Das heißt, wir können uns jetzt Feuerpfeile erforschen, dass unsere Bogenschützen effizienter werden. Und wir haben uns jetzt ja schon eine ziemlich weite Front vorne gesichert. So, irgendjemand ist außerhalb unserer Sichtweite, deswegen gehen wir ein bisschen zurück. Ihr greift die hier an und ihr greift die Bogenschützen bitte an. Du verbesserst dich auch mal. Turmwachen! So, die Turmwachen, die bleiben auch mit hier und bilden eine Heimatfront. Ja, und jetzt sehen wir hier. So, wir sollten uns ein bisschen zum Brunnen zurückziehen. Definitiv. Ein Trupp Reiter wäre an sich auch gar nicht mal so schlecht für uns, aber nun gut. Macht euch bereit! Macht euch bereit! Hopp auf, hierher, hierher. Leise jetzt! Leise! So, euch hätte ich gerne hier drüben noch, dass ihr mit unterstützt. Jetzt zerstört das hier, baut uns hier ein Gehöft hin. Behaltet euren Angriffsbefehl. Wir müssen sie zurücktreiben. Es geht los. So, die gehen ein bisschen zurück. Hätte ich gerne das Horn Gondors. So, hier können wir auch Helden ausbilden, was an sich ganz nützlich sein kann, würde ich mal sagen. So, die Bogenschützen sollen sich bitte um den Helden kümmern. Ihr seid halt fast tot, das ist ziemlich traurig. Na, unsere Turmwachen, die haben sich auch darum gekümmert, dass wir hier die Rohstoffe bekommen und gehen jetzt zurück zu unserem Punkt. Hier möchte ich mehr Ressourcen haben. Gut, hier unten kommt ein Troll durch, das ist ein Job für die Heimatgarnison, würde ich mal sagen. Verteidiger des Weißen Baumes. Auch wenn die natürlich ja ein bisschen aufgeschmissen ist. Mit noch einem Trupp Turmwachen und einem Trupp Bogenschützen. Aber die haben jetzt wenigstens gleich Feuerpfeile, die Bogenschützen. Ich hätte gerne noch einen Trupp Gondor-Turmwachen. Die sind echt stark, die Typen. Da sind sie. Noch einen Trupp Gondor-Bogenschützen für die Heimatfront. Sie greifen das Lager an. Vorsicht! Turmwachen! Durchhalten! So, ihr greift den Troll an. Ihr helft mit gegen den Troll. Haltet nach dem Feind auf. Auf geht's. Los, 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 los. Oben werden wir angegriffen, was aber kein großartiges Problem ist. Wir haben hier Bogenschützen mit Feuer, also gleich mit Feuerpfeilen. Außerdem sind Gondor-Soldaten der Stufe 5 echt stark. Okay, wie ihr seht, der Troll, der fällt ziemlich schnell gegen den Gondor-Turmwachen, also brauchen wir da gar keine Angst zu haben. Ich werde sogar die zwei Trupps hier gleich in den Süden schicken, dass die... Oh, ein Katapult. Das ist böse. Wir werden angegriffen. Unsere Armee kann nicht noch mehr Truppen versorgen. Okay. Geh mal nach da unten und kümmert euch um die Katapulte. Alle mit, alle mit. Die Katapulte sind nämlich gefährlich. Ihr holt die Dol Amroth Festung. Ach, wisst ihr was? Wir brauchen nicht übersetzen. Das brauchen wir gar nicht. Lieber tun wir die Truppen hier alle schön aufwerten und mit an die Front schicken. So, hier brauchen wir 600 Punkte für noch ein verbessertes Vorratslager. Ich würde mal sagen, wir erhöhen jetzt den Druck auf Mordor und beenden mehr oder weniger dann das Match dadurch. Alle drauf. So, für euch brauche ich noch geschmiedete Klingen. Ihr bekommt noch Feuerpfeile. Und wie gesagt, diese zwei Truppen hier, die bleiben daheim. Um für die Sicherheit unserer Festung zu sorgen, natürlich. Entschuldigt mein Deutsch ab und zu. Ihr wisst ja, es ist
Ich verspreche mich gerne. Okay, feindliche Rambögge. Wie sie es auch immer wagen können, Rambögge gegen uns einzusetzen. Ihr greift jetzt erstmal kurz den Troll an. Hopp auf. Auf, 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 auf. Wir müssen sie zurücktreiben. Okay, gut. Ihr kümmert euch da drum, ihr auch mit da drum. Gondoritter hätte ich gerne einen Trupp und eine Schleuder. Denn wir werden auch Schleudern benötigen, um diesen Kampf zu gewinnen. Man mag es zwar kaum glauben. Okay, und die Orkbogenschützen sind nicht gerade stark, was die Damage angeht, aber sie nerven. Also, Stutze wirklich halt gut kategorisieren, finde ich. Sind nicht gerade stark, aber nerven. So, ihr greift hier bitte an. Ja, komm, wir hauen mal hier im Pfeilhagel rein. Schauen, ob das irgendwas bringt. Ah, ein paar Orks hat's mit erwischt. Nein, ihr müsst euch nicht zurückziehen. Ihr müsst hier den Troll angreifen, der Rest muss hier alles für den Feind vernichten. So. Sehr gut. Ihr geht mal kurz zurück und heilt euch hier. Wir warten auf weitere Ritter. So, dich hätte ich gerne hier noch so ausgebaut. Dich hätte ich gerne noch ein paar mehr Rohstoffe. So, Dol Amroth sollte uns eigentlich an sich ziemlich gute Truppen bieten. Dol Amroth Soldaten, Schwanenritter. Voraussetzung, Imra hier wurde retrokiert. Na, dann holen wir uns lieber einen anderen Helden gleich. Ich glaube, dort ist so, würde ich sagen, wir du mal kurz für Gandalf durchsparen. Oder brauchen wir überhaupt... Ich glaube, wir brauchen gar keinen Helden. Gegen der mittleren Mordor-KI brauchen wir keinen Helden. Wie schon gesagt, erwartet hier von mir nicht das Pro-Play. Ich bin nicht gerade der beste Spieler, was das Spiel angeht. Aber ich habe meinen Spaß dran und deswegen spiele ich es. Männer Gondors, Rückzug. Aber ich denke, das ist annehmbare Begründung, oder? Weshalb ich dieses Spiel spiele. Euch hätte ich gerne hier unten. Die gesamte Truppe 1. Hätte ich bitte gerne, dass ihr die Reiter unterstützt gegen die Speerkämpfer, weil trotzdem Reiter sollte man nicht die ganze Zeit auf Speerkämpfer drauf preschen lassen. Das ist eine dumme Idee. Der Feind ist unter uns, Männer! Macht euch kampfbereit! Beeilt euch! Sehr gut. Weiter! Wo ist unser Katapult hin? Ah, das ist hier. Sehr gut. Ach, Steine! Steine! Macht euch Kampf. Hier ist Steuerung 2. Ich hätte gerne noch einen weiteren Torritter. Sehr gut, du hast dich weiter ausgebaut. Hätte ich hier gerne ein Gehöft. Heilung für unsere Truppen. Und auf die Trolle. Gegen die Trolle sind auch immer Pfeile ganz gut. So, jetzt zerstört mir hier das Katapult. Zumindest von dem, was ich halt in Erfahrung gebracht habe, hat es bis jetzt eigentlich immer ganz gut geholfen. Habe ich die andere Schmiede eigentlich schon durchgemacht? Nein, noch nicht. Gut. Lasst uns das Eisen erst schmieden. Wir kämpfen für den Ruhm Gondors. Eigentlich kein Problem mehr jetzt hier momentan beim Kämpfen. Okay. Ich möchte Set unbedingt den Trupp Turmwachen hier verlieren, den Stufe 2er. Das wäre sehr traurig. Das Ding hat nämlich Verteidigungsupgrade. Deswegen es nervig ist, gegen dem zu kämpfen. So, ich hätte gerne Feuersteine. Ihr seid die Steuerung 2. Kriegt nochmal kurz alles hier durch. So, und jetzt greifen wir hier nochmal an. Sehr gut. Was sollen wir tun? Vorwärts! Und dann erstmal den Tromda-Troll umbringen, würde ich sagen. Mit den neuen Feuersteinen fertig. Aus dem Weg, schnell. Information bleiben. Stellt er nämlich nicht lange aus. Hier. Zerstört das Gebäude. Okay, hier ist ein Katapult. Katapult töten, Katapult töten. Elende Bestien. Okay, das ist jetzt hier gefährlich, was die machen.
Wir müssen definitiv... Nee, das Katapult hier hinten, das muss vernichtet werden. Und wir können uns jetzt ja auch erstmal nicht großartig annähern. Bis wir hier ja die Feinde mehr kaputt gemacht haben. So, ich brauche noch ein weiteres Katapult, definitiv. Formiert euch, Ritter! Die Ritter haben wir auch. Der Feind! In Deckung, Männer! Schwerter! Reitet! Turmwachen! Ja, die Schwerkämpfer, die haben halt keine Chance. Das Problem ist, die normalen Orks und Mordor, die bekommen keine Aufrüstungen, heißt, die können nicht stärker werden. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, macht es die nicht eigentlich an sich dann ziemlich Schwacholodigelo? Und ich würde mal sagen, jein, es ist so, dass die Reiter eigentlich, die Reiter, was ging's genau, die Orks hier, die machen halt in Massenblatt. Das ist so denen ihr Job. Die gehen in Massen drauf, die Orks, und töten die Gegner. Und wenn sie mal erfahren sind, dann kämpfen diese Ork-Truppen auch echt nicht schlecht. Aber so wie das jetzt hier momentan aussieht, haben die halt keinerlei Chancen gegen uns. Keinerlei Schnitte. Ich hätte gerne zwei Wächter der Weste zur Sicherheit nochmal ausgebildet. Okay, für Quaia brauchen wir ein bisschen mehr. Wir kommen ja Sinn, das zu zerstören. Auf. Nein. Wir lassen uns jetzt hier nicht durch so einen Scheiß töten. Wie so gottverdammte... Oh Gott sei Dank, der Traum ist tot. Hey, was war denn das jetzt für ein Mausspacker? Und das hasse ich ab und zu, dass die Einheiten nicht das machen, was sie sollen. Und zwar soll ja die Gruppe 2 eigentlich hier das Katapult angreifen und vernichten. Genau, jetzt kommen hier noch kurz die Adler und unterstützen uns mal hier ein bisschen gegen die Sachen. Und zerstören wir hier auch bitte den Katapultturm. Hier greift mit eurem Feuerpfeil mal hier die Belagerungswerke an. Gruppe 2 existiert gar nicht mehr, also unsere Reiter wurden komplett aufgerieben. So, wir haben zwei Wächter der Weste, das sind ziemlich starke Soldaten. Noch zwei weitere Turmwachen und zwei weitere Reiter. Na gut. Okay. Langsam hätte ich gerne, dass das Ding hier mal kaputt geht. Habe ich ja nicht noch ein zweites Katapult gehabt? Ja. So, komm, du greifst das hier an. Und jetzt, ich denke, man sieht schon ein bisschen. Aber jawohl, gut, jetzt haben wir wenigstens das Katapult tot. Aber jetzt wird alles ein bisschen einfacher für uns. So, die Wächter der Weste hätte ich gerne im feindlichen Lager und euch auch. Okay, jetzt sind wir definitiv ein bisschen besser aufgestellt. Ich hätte gerne die Bogenschützen von der Front mit den Orks weg. Euch möchte ich jetzt hier auch nicht unbedingt sterben lassen. So, jetzt alle drauf auf die Orks. Sehr gut. Ein bisschen näher mit rein, du gehst auch noch ein bisschen mit rein. Jetzt darf jeder kämpfen, wie er will. Das hier ist eine Waffenkammer. Das hier ist ein Oh, das ist eine Ork-Kaserne. Okay, die Ork-Kaserne muss definitiv sterben. Sie muss sterben. Die Ritter sind da. Werden gleich voll durchgeforscht und dürfen auch ins Lager rennen. Ich hätte gerne den Trollturm, wenn das möglich ist. Du schießt hier mit drauf. Katapult habe ich keins ausgebildet, oder? Kämpft weiter! Information bleiben! So, noch ein paar weitere Soldaten. Ich hoffe übrigens auch, dass dass die Musik nicht irgendwie copyright jetzt hier geclaimed ist. Oder sowas in der Art dann. Denn ich habe gerade eben keine Ahnung, ob der Edain-Mod Original Herr der Ringe Musik eingefügt hat oder nicht. Wäre relativ traurig, wenn das gemacht hätte, weil ich liebe es, mit Musik zu spielen. Aber wir werden sehen, ob es klappt oder ob es nicht klappt. Wenn es nicht klappt, dann wird dieses Video wohl niemals auf YouTube zu sehen sein und ich habe all meine Arbeit hier umsonst getan. Turmwachen, komm, ihr kümmert euch darum. Zeit, dass ihr mal ein paar Orks erschlagt, wenn ihr schon Stufe 2 seid. Ja, aber
eine mittlere Mordor-KI gerade eben. Die haben ja doch ganz gut Blatt bekommen in 1 gegen 1. Gut, ich glaube, ich würde auch Gondor als mein stärkstes, bestes Volk verbuchen. Ich würde es auch eigentlich als das stärkste Volk des Spiels verbuchen, weil sie viele Möglichkeiten haben, an guten Truppen zu kommen. Und Mordor ist einfach nur viel zu schwach im Spiel. Ihr werdet jetzt auch gleich sehen, dass wir sehr starke Einnahmen hatten, im Gegensatz zum vernichtete Einheiten haben wir 1023, die nur 276. So, unser maximales Einkommen war halt mehr als doppelt so viel, was die hatten. Und wir haben fast das Dreifache an Ressourcen gesammelt. Ich sag schon fast. Na gut, wir haben 6000 mehr als das Doppelte gesammelt, aber das hört sich cooler so an. Okay, man kann Verbündeten Geld schicken in, Dings, das wusste ich gar nicht. Jawohl. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, dann schreibt mir das doch in den Kommentaren. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, wenn ich hoffentlich am übernächsten Tag wieder ein nächstes Video bringe. Denn ich hoffe, ich schaffe es irgendwie alle 2 Tage wieder Videos zu bringen, wenigstens einigermaßen. Irgendwas halt. Aber Leute, wir sehen uns denn. Ciao, ciao. Tschüss. Bewerten und kommentieren natürlich nicht vergessen. Sag ich nochmal, denn ich schneide das Video nicht und kann deswegen keine Sachen hinzufügen. Also, tschüss.